Dieses Mal hat alles zu 100% geklappt, nichts ging schief, als die Falcon Heavy um 18.35 Uhr Ortszeit in Florida vom Launch-Komplex 39A am Kennedy Space Center abhob. Es war der erste kommerzielle Flug der Falcon Heavy und er brachte den Satelliten Arabsat 6A in eine hohe Umlaufbahn für geostationäre Satelliten in rund 36.000 Kilometern Höhe. Es war extrem spannend. Klicks um Science and Fiction, die Elon Musk Chroniken. Hier gibt es täglich spannende Science-Videos. Abonniert den Kanal, nur dann verpasst ihr nichts. Los geht's. Herzlich willkommen. Es geht weiter. SpaceX geht seinen Weg unbeirrbar. Das ist wirklich absolut beeindruckend. Mit der Falcon Heavy haben sie aktuell die größte Rakete der Welt. Rund 45 Jahre nach dem Flug der bis heute noch größten Rakete der Menschheit, der Saturn V, startet ein neues Monstrum zum ersten Mal. Nicht zum Test, sondern mit einer kommerziellen Nutzlast. Und keine Rakete kann so viel Nutzlast aktuell transportieren. Je nach Orbit kann sie bis zu 63,8 Tonnen Last in den Weltraum bringen. Das ist immens. Bei der Falcon 9 sind es 22,8 Tonnen, also nur ein Drittel. Dabei ist die Falcon Heavy eigentlich eine umgebaute Falcon 9 oder anders gesagt, die erste Stufe der Falcon Heavy ist eine umgebaute erste Stufe der Falcon 9. Wie bei der Falcon 9 sind 9 Merlin 1D Triebwerke an Bord, die jeweils 845 kN Startschub leisten. Dazu kommen 2 Booster mit denselben Spezifikationen. Zusammen leisten sie unglaubliche 22,8 Meganewton. Durch die hohe Zahl an Triebwerken können sogar welche ausfallen, sodass die Mission dann nicht einmal gefährdet wäre. Die zweite Stufe dagegen entspricht einer etwas verlängerten zweiten Stufe der Falcon 9 mit einem umgebauten Merlin 1D Triebwerk mit 617 kN Schub. Es kann 353 Sekunden gezündet werden und auch die Fracht ist rekordverdächtig. Arabsat 6A, er ist der fortschrittlichste kommerzielle Kommunikationssatellit, der jemals von Lockheed Martin gebaut wurde. Seine Solarzellen sind 30% leichter und 50% wirkungsvoller als bisher von Lockheed verbaut. Der Start erfolgte an einem historischen Ort von der Apollo-Startrampe Launchpad 39A in Cape Kennedy. Von hier aus starteten alle Apollo-Flüge inklusive der legendären Apollo 11. Elon Musk SpaceX hat die Startrampe für 20 Jahre von der NASA geleast. Von hier aus wird auch der erste bemannte Flug einer Falcon-Rakete mit einer Dragon-Crew-Kapsel im Juli abheben. Beim Start der Falcon Heavy verlief dieses Mal alles wie am Schnürchen, während beim ersten Start die Landung der Core, also des zentralen Elements, nicht gelang, landete auch dieses Mal der Core perfekt. Wobei die Kamera dabei wieder ausfiel und die Booster, die lieferten davor ein absolut beeindruckendes Bild. Das ist wirklich absolut sagenhaft und damit können alle drei Elemente der ersten Stufe der Falcon Heavy wiederverwendet werden und das senkt die Kosten der Starts massiv. 90 Millionen Dollar kostet ein Start auf diese Weise. Die NASA arbeitet zurzeit an einem Konkurrenzstartsystem, wobei Konkurrenz kann man eigentlich schon nicht mehr sagen. Der Start einer STS-Rakete der NASA, STS steht für Space Transportation System, der soll rund 1 Milliarde Dollar kosten. Absurd hohe Kosten. Schon wird über das Scheitern des Projektes gemutmaßt. Es bleibt spannend. Weltraumaufzüge. Der Weg nach oben auf eine etwas andere Art. Draufklicken, anschauen und Raumzeit. Vlog der Zukunft abonnieren. Bis dann. Bleibt dran.